Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Aquarienvideo. Ja, es hat sich wieder mal ein bisschen was verändert. Ihr seht, das Wasser ist sehr trüb und das kommt auf der Kamera auch gar nicht so rüber. Ich habe vor einem Tag oder vor 2 Tagen habe ich Huminstoffe ohne Ende reingeknallt. Also es ist richtig bernsteinfarben, das Wasser. Das kommt auf der Kamera, wie gesagt, gar nicht so rüber, außer die Trübung, die seht ihr. Dann was neu drin ist hier der Filter, habe ich heute von einem Bekannten, der war da, auch ein Aquaristikkollege. Der hatte noch so einen Eheim-Ball, so einen Aquaball von Eheim hat er noch liegen gehabt. Ich habe zwar auch einen, aber meiner hat nur 2 Körbchen und der hat halt ja 3 so eine Kammern, 3 so eine Körbchen. Und habe ich neues Filtermaterial reingemacht. Unten im ersten und im zweiten, also hier in dem und in dem, da ist mittelgrober Filterschwamm drin und oben habe ich Filterwatte reingemacht, ganz oben, also in dem obersten Korb, damit die Schwebstoffe rausgehen. Und ja, habe den richtig sauber gemacht und habe den jetzt halt ziemlich weit nach vorne setzen müssen, weil hinter dem, ich weiß nicht, das kann man schwer erkennen, dahinter ist der Fluval-Innenfilter. Den lasse ich jetzt eine Woche, lasse ich den mit dem Fluval-Filter zusammen einlaufen und nach einer Woche nehme ich dann den Fluval raus und setze den Aquaball dann an die Rückscheibe. Genau. Ja, warum habe ich so viel Huminstoffe rein? Gestern habe ich festgestellt, dass bei dem Männchen, ich zeige euch das mal, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt. Also, das ist ja das Männchen. Seht ihr das vorne am Kopf? Am Kopf weiß und hinten an der Schwanzwurzel oben, kurz vor der Rückenflosse, das kann man schwer erkennen, hat das so weiße Stellen. Und wenn man genauer hinguckt, wie gesagt, sorry fürs Wackeln, ich muss euch ins Stativ zurücksetzen. Wenn man genauer hinguckt, ist es an der Schwanzwurzel so leicht wie so ein Flaum. Also ich vermute, der hat eine Verpilzung. Und deswegen halt erstmal versuchen mit Huminstoffen. Und wenn das alles nichts hilft oder nicht helfen sollte, ich habe hier, obwohl das wirklich ja, letzte Option wäre bei mir, bevor ich das einsetze, will ich es erstmal mit Huminstoffen versuchen. Vielleicht bringt es ja was, weil ja, Huminstoffe, ihr wisst es selber, es reizt ein bisschen mehr den Fisch, die Schleimhaut, der Fisch wird angeregt, ja, eine höhere Schleimhaut aufzubauen, eine höhere Schleimschicht. Die Bildung des Schleims auf der Haut wird angeregt durch die Huminstoffe. Und es geht halt auch wirklich in den Fisch rein. Ne? Also es soll wohl so sein, dass Huminstoffe wohl, habe ich jetzt schon öfters mal gehört, bin da jetzt auch kein Profi drin, das ist nur Halbwissen, dass es wohl bis in die Zellen des Tieres vordringt und es kann auf jeden Fall nichts schaden, weil Huminstoffe sind immer gut. Vielleicht bringt es ja was, muss ich einfach beobachten. Ich möchte das eigentlich nicht verwenden. Ich habe es zwar zu Hause, ich weiß gar nicht, ob das noch ja, bis November 2025. Ich habe immer mal sowas zum Notfall zu Hause, falls wirklich mal was sein sollte, dass ich das eventuell anwende. Ich habe bis jetzt schon seit Jahren nicht mehr mit irgendwelchen Medikamenten rumgepanscht. Sicher ist das nicht schädlich, weil wenn es schädlich wäre, würde es sowas nicht mehr im Handel geben, ganz klar. Also ich bin da kein Komplettverweigerer, was Fischmedikamente angeht. Ich habe mit diesem Omnipur, habe ich früher auch immer gute Erfahrungen gemacht von Sera. Ich weiß gar nicht, was das mal gekostet hat. Mein günstig ist der Kram immer nie.
Steht auch hier Arzneimittel für Zierfische mit Breitbandwirkung gegen die häufigsten Zierfischkrankheiten für Süßwasserfische. Und zwar steht hier gegen bakterielle Infektionen, gegen Maul- und Flossenfäule, gegen Saprolegnia, Achlyia und andere Verpilzungen, gegen Ichthyo, Bodo, Syncostia, Chylodonella, Trichodina, Odinium und andere Protozoen im Süßwasser, gegen Haut- und Kiemenwürmer, in Klammern Gyrodactylus und Dactylogyrus, meine Güte, gegen äußere Verletzungen und Wunden. Ich zeige euch das mal. Könnt ihr ja mal auf Pause machen, da könnt ihr euch das selber durchlesen. Ja. Besondere Hinweise: nicht bei Tieren anwenden, ja, die der Lebensmittelgewinnung dienen. Besondere Vorsichtsmaßnahmen: nicht restentleerte Flasche. Ja, das sind so Gegenanzeigen und Nebenwirkungen. Überdosierung und zu häufige Anwendungen können zu Schädigungen von weichblättrigen Wasserpflanzen führen. Teilen Sie Nebenwirkungen bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Für Tiere, für Zierfische. Dosierungsanleitung. Vor Gebrauch schütteln. Dosieren Sie 1 Milliliter 22 Tropfen auf 20 Liter Aquarienwasser. Sollte nach 7 Tagen keine sichtbare Besserung erkennbar sein, wiederholen Sie die Behandlung nach 24-stündiger Filterung über Aktivkohle. Während der Behandlung UV-Lampen abschalten und nicht über Aktivkohle filtern. Eine gute Durchlüftung ist im Aquarium notwendig, um die Möglichkeit einer Sauerstoffzehrung auszuschließen. Zur restlosen Entleerung von Arzneimittelrückständen ist 7 Tage nach der Dosierung eine Filterung über Sera Supercarbon mit einem anschließenden Teilwasserwechsel ratsam. Ja, das ist ja klar, ne? Ich meine, dass man dann über Aktivkohle filtern sollte, ob man nun die Supercarbon von Sera nimmt oder irgendeine andere Aktivkohle aus dem Aquaristikhandel, ist, glaube ich, egal. Man sollte auf jeden Fall über Aktivkohle filtern, einen Tag oder zwei, und dann, damit man die Rückstände halt auch rausbekommt, dann würde ich auch wirklich 60-70% Wasser wechseln und dann, ja. Aber es ist halt wie so oft das Problem, wenn man sich Zierfische im Laden holt, ne, die haben halt einfach einen anderen Keimdruck bei euch zu Hause im Becken, weil ich selber habe ja mal, war zwar kein festes Arbeitsverhältnis, aber ich durfte mal ein Praktikum bei uns hier beim Zooladen machen, mit in der Aquaristikabteilung. Und ich durfte dann halt bei den Verkaufsanlagen immer Fische füttern, Wasserwechsel machen. Dann habe ich mich um die Nagetiere gekümmert, um die Vögel und alles Mögliche, ne, alles sauber machen. Und da wurde auch jeden Tag Wasser gewechselt und eine große Menge Wasser gewechselt in der Verkaufsanlage. Anders geht das gar nicht. Da sind so viele Fische drinne in den Becken. Das ist ja ein gnadenloser Überbesatz. Und dann, um da den Keimdruck niedrig zu halten, muss halt jeden Tag eine große Menge Wasser gewechselt werden bei den Becken. So. Und wenn ihr euch die Fische kauft, die sind gestresst. Der Händler geht mit dem Kescher rein, fängt die. Ich meine, die sind geübt. Ne, bei denen geht es ratzbatz, aber nichtsdestotrotz ist der Fisch halt gestresst. So, dann das Geschaukel im Transportbeutel, bis ihr die zu Hause habt. Dann setzt ihr die hier ein. Und. Dann habt ihr einen ganz anderen Keimdruck als wie in den Verkaufsanlagen im Laden. Ne? Und damit muss der Organismus vom Fisch überhaupt erstmal klarkommen. Und dann passieren eben solche Sachen, dass die Mollis zum Beispiel, dass der Ichthyo ausbricht. Also diese Weißpünktchenkrankheit. Das ist ja, die trägt der Fisch ja in sich. Und bei Stressbedingungen oder wenn irgendwas nicht passt, dann bricht es meistens aus. Und deswegen nehme ich das ganz gerne als, ja, Zeigefisch nicht, aber ich nehme den Molly immer ganz gerne, wenn der zuerst krank wird, dann würde ich mir Gedanken im Becken machen. Also wenn der anfängt, dass der Ichthyo ausbricht, dann fange ich an, nach der Ursache zu gucken. Dann teste ich das Wasser, dann gucke ich, dann mache ich einen großen Wasserwechsel und.
so Vorsichtsmaßnahmen halt, ne? Und wie gesagt, durch den ganzen Transport und den Fangstress und alles und das Eingewöhnen, dann hier wieder ein komplett neuer Keimdruck, da muss der Organismus vom Tier erstmal mit klarkommen. Und dann brechen halt so Krankheiten wie Ichthyo, Verpilzungen und sowas kann da eben ausbrechen. Das ist so meine Erfahrung, ne? Ich kann hier nur meine Erfahrung euch erzählen, wie ich Erfahrungen in der Aquaristik gesammelt habe. Und jeder hat da ja auch eine andere Meinung dazu. Und ja, aber auf jeden Fall bei dem Männchen, man sieht es auch bei dem ein oder anderen Tier, sie klemmen halt immer noch ein bisschen die Flossen, ne? Und ja, muss ich einfach weiter beobachten. Entweder die Huminstoffe bringen was, wenn nicht, muss ich schauen, ihr seht es auch, die schuppern sich auch, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Die streifen sich ständig ja, an Pflanzen und. Das ist ja auch immer so ein Anzeichen, wo man immer hellhörig werden sollte. Ne? Warum machen die Fische das? Also bei einem gesunden Fischbestand sehe ich das so gut wie nicht, dass die sich so an den Pflanzen wetzen, an der Deko wetzen. Das ist bei mir im großen Aquarium so gut wie nie, dass ein Fisch sich mal wetzt. Ne? Und irgendwas, dass sie vielleicht auch in den Kiemen irgendwas haben, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Parasiten oder irgendwas, die sie dadurch loswerden wollen. Und man sieht es auch, je nachdem wie die halt im Licht stehen und schwimmen, die Platys, die Schleimhaut sieht bei dem einen oder anderen eben auch nicht so gesund aus. Also irgendwie so, bei ihm hier sehe ich das, oder bei ihr. Die klemmt auch immer ein bisschen die Schwanzflosse und je nachdem wie sie schwimmt, wenn sie so schwimmt, dann sehe ich das an der Schleimhaut, dass die so leicht getrübt ist. Also die ist normalerweise eine gesunde Schleimhaut, die seht ihr nicht oder so gut wie nicht. Und wenn die dann so milchig wird und so ein bisschen trübe, dann stimmt da irgendwas nicht. Und ich kann immer schwer sagen, was ist es jetzt und ich vermute, es ist eine Verpilzung. Und Verpilzung ist ja auch, der Auslöser von Verpilzung ist meist auch Stress und so, ne? Klar, wie gesagt, in der Zoohandlung gekauft, wie lange sind die jetzt bei mir? Eine Woche. Und, denn bei dem Molly-Nachwuchs, ich zeige euch nochmal, wartet mal. Bei dem Molly-Nachwuchs ist ja alles in Ordnung, da sieht man nichts, ne? Die klemmen keine Flossen, nix, ne? Ah, Gubbi-Männchen, geht auf Jagd. Aber die sind ein bisschen zu groß für sein Maul. Also der Molly-Nachwuchs ist echt toll, also. Nur halt, wo ist er denn? Der schwimmt jetzt da hinten beim Filter. Auch bei ihr hier. Macht mir das so ein bisschen Sorgen. Klemmt die Flossen. Schleimhaut sieht nicht besonders aus. Sie ist wieder mal ganz anders, ne? Sie sieht richtig toll aus. Also die klemmt nicht die Flossen und nix, ne? Ist wahrscheinlich auch trächtig. Bei ihr geht's auch einigermaßen, aber sie klemmt halt auch leicht die Flossen. Am schlimmsten ist es wirklich bei ihm. Ja, naja, wir werden sehen, viel kann man jetzt nicht tun. Man muss es beobachten, oder ich muss es beobachten. Wie gesagt, Huminstoffe reingemacht, ohne Ende. Das kommt so auf der Kamera gar nicht rüber. Ich habe auch nochmal ein paar Ährenzapfen reingeschmissen. Ich hatte noch Ährenzapfen vom letzten Jahr. Und jetzt heißt es halt abwarten, hoffen, dass die Huminstoffe was bringen. Ich habe auch schon mal den Kot beobachtet, wenn sie Kot absetzen. Der sieht für mich eigentlich nicht auffällig aus, ne? Sie fressen, sie stehen nicht apathisch in der Ecke. Wobei, ja, fressen, viel wird ja auch immer gesagt, kranke Fische fressen nicht so.
Klar, die fressen vielleicht weniger, aber sie fressen auch. Das ist jetzt für mich kein Indiz, wo ich sage, okay, die Fische, die fressen nicht, die sind krank oder so, ne? Oder Vermehrung oder sowas. Viel wird ja auch immer das Argument gebracht, die Fische fühlen sich wohl, weil sie sich vermehren. Aber die Vermehrung ist ja eher mehr so instinktiv. Da sieht man das auch. Seht ihr das, wie er sich da an den Pflanzen schuppert? Irgendwas ist da im Argen. Also irgendwas stimmt mit denen nicht. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass es schafft, ne? Weil meine Erfahrung zeigt, wie oft holt man sich Tiere aus der Zoohandlung. Ich beobachte das jetzt, aber der sieht echt gar nicht gesund aus. Aber es bringt jetzt auch nichts, den rauszufangen, den irgendwie in Quarantäne zu stecken. Erstens habe ich, ja, ich könnte ihn in das kleine Becken tun, aber wenn da was drinne ist, immer, also wenn mit dem Fisch was nicht stimmt und der sondert irgendwas ab von seiner Krankheit, irgendwelche Sporen oder was auch immer, dann haben es die anderen eh schon und dann brauchst du auch gar nicht den extra in Quarantäne setzen. Das habe ich selten gemacht, ne? Weil, ja, wenn, dann ist eh das ganze Becken betroffen und dann kriegen es die anderen auch und dann kann ich die Behandlung auch gleich in dem Becken machen, weil es ja eh alle Tiere dann betrifft, ne? Da muss ich jetzt dem Fisch nicht, der eh schon Stress genug hat, da muss ich dem jetzt nicht noch mehr Stress zumuten, den rauszufangen. Was ja nur in der Verkaufsanlage um einiges leichter geht. Die haben da ja nicht so viel mit Pflanzen drinne und so, ne? Also die fangen die Fische ratzbatz raus, die haben große Kescher und alles, ne? So, aber hier ist das wirklich schwierig, ne? Und da stresst du den Fisch und die anderen auch. Die anderen kommen vielleicht mit dem Keimdruck besser klar, dann werden die auch wieder unnütz gestresst und dann bricht es bei denen erst recht aus. Da habe ich auch keinen. Man muss das immer abwägen. Na, bringt das jetzt was wegen einem befallenen Fisch? Hier sieht man es ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich es auf der Kamera einfangen kann. Also der Kot sieht für mich eigentlich ganz gut aus. Wie Kot halt aussehen soll. Nicht weißlich, nicht schleimig, nicht irgendwie glasig oder sonst irgendwas, ne? Also Kot ist immer eine gute Möglichkeit, den Kot zu beobachten. Wie schaut der Kot aus? Ne? Sieht man ja bei sich oder riecht man ja. Gut, da kann man es nicht riechen, aber beim Menschen ist es ja genauso. Wenn der Kot komisch riecht oder komisch aussieht, dann ist meistens auch irgendwas mit der Verdauung nicht in Ordnung oder sonst irgendwas. Ne? Und wie gesagt, das ist. Ja. Wart mal einfach mal ab, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht. Ja, mit Fischkrankheiten tue ich mich wirklich schwer, das genau zu bestimmen. Für mich sieht es definitiv nach Verpilzung aus. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ich weiß, ne, also über Ferndiagnose ist immer so eine Sache für sich und es ist wirklich auch teilweise sehr, sehr schwer auf der Kamera einzufangen, aber ja, könnt ja trotzdem mal unten in die Kommentare gerne reinschreiben, was ihr dazu denkt, was es sein könnte. Wie gesagt, ich vermute, es ist eine Verpilzung. Ganz hinten an der Schwanzwurzel, kurz vor der Schwanzflosse oben, ist eine ganz, ganz mini Stelle. Das sieht fast so flaumig aus. Irgendwie so, ne, dann oben am Kopf eine weiße Stelle. Dann schuppern die sich, ihr habt es gesehen, dass vielleicht mit den Kiemen irgendwas ist. Aber die meisten Fischkrankheiten sind ja eh, das Verbreitetste sind halt nun mal Verpilzungen, sowas halt, Flossenfäule, also mehr äußerlich.
Ja, gut. Das soll es für das Video gewesen sein. Das wollte ich euch einfach nur erzählen und berichten. Und ja, bis auf den einen geht es anderen Fischen. Bis auf den einen, der andere, gut, er hier, also das Weibchen und das Männchen. Das Männchen und das Weibchen, die machen mir ein bisschen Sorgen. Eigentlich sind es drei. Das Männchen, das Weibchen und das Weibchen. Bei denen sieht man, wie gesagt, noch so ein Flossenklemmen. Sie hier zum Beispiel, sie sieht noch am besten aus, finde ich. Und naja, wie gesagt, man muss abwarten. Und ja, das soll es für das Video gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und ja, lasst mir gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Update-Video. Bye bye.